Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Unter anderem ist der Antrag der Grünen Teil der Debatte. Die Kollegin Brugger hat dazu ja auch gerade gesprochen. Und ich finde, es ist ja Sinn unserer Debatten, dass wir uns auch miteinander unterhalten und aufeinander und auf die unterschiedlichen Positionen eingehen. Darum will ich jetzt gar nicht so sehr die Position der CDU/CSU darlegen, sondern ich will auf Ihren Antrag eingehen und mich mit ihm beschäftigen. Der Antrag ist auch deshalb interessant, weil er aus zwei ganz unterschiedlichen Teilen besteht, nämlich einem beschreibenden analytischen Teil und einem Forderungsteil. Und das Interessante ist an diesem Antrag, dass der Forderungsteil und der beschreibend analytische Teil wenig miteinander zu tun haben. Ist auch eine bestimmte Form, glaube ich, von Kompromissfindung in Ihrer Fraktion, dass man sich nicht einigen konnte. Und da hat man gesagt, na gut, da dürfen die einen die Lage beschreiben, sehr realistisch, und die anderen dürfen die Forderungen stellen, ziemlich grün ideologisch. Das ist eine Form von Kompromissbildung, die ich nicht als Beispiel für europäische Kompromissbildung nun heranziehen möchte, meine Damen und Herren, sondern es ist ein bisschen billig, wie Sie das versucht haben. Das ist auch sehr auffällig, und darum mögen Sie nachvollziehen, dass ich mich damit beschäftigen möchte. Erstens der beschreibend analytische Teil. Nicht jeden Satz, aber die Beschreibung kann ich unterstreichen. Ich will darum auch ganz kurz zitieren. Sie sagen, Europa muss mehr für die eigene Sicherheit tun. Wir müssen mehr Verantwortung übernehmen. Wir müssen handlungsfähiger werden. Wir müssen die gesamte Bandbreite der politischen Möglichkeiten nutzen, also präventiv, zivil, politisch, aber auch die militärische Handlungsfähigkeit Europas muss gestärkt werden. Die Instrumente müssen ineinander greifen. Gewaltanwendung, militärische Gewaltanwendung löst kein Problem, aber sie muss Ultima Ratio als Möglichkeit in bestimmten Konfliktsituationen sein. Das stimmt, das ist richtig. Ich glaube, bei der CDU/CSU kriegen Sie dafür volle Unterstützung. In Ihrer eigenen Fraktion, glaube ich, stimmt die Hälfte auch zu. Das ist auch ein Erfolg für die Geschichte der Grünen. Das möchte ich anerkennen. Das ist also ein ganz guter beschreibender analytischer Teil. Jetzt komme ich aber zu dem Forderungsteil. Das ist also ein realpolitischer Teil. Auch die Herausforderungen werden beschrieben. Ich mache die Stichworte. China, Russland, Nordafrika, Mittlerer Osten, Iran, Saudi-Arabien und die USA. Das wird alles beschrieben. Jetzt komme ich zu dem Forderungsteil. 38 Forderungen der Grünen werden aufgelistet. Und da kann man nur sagen, das ist das reine grüne Wunschkonzert. Das hat mit der Realität in Europa gar nichts zu tun. Es ist auch keine neue Idee dabei, es ist auch kein Impuls dabei, sondern es sind die alten grünen Forderungen. Was soweit okay wäre, aber ein Problem stellt sich dabei. Sie haben richtig beschrieben, Europa muss entstehen, muss handlungsfähig werden, und um handlungsfähig zu werden, muss Europa einig werden. Wir müssen kompromissfähig sein, wir müssen aufeinander zugehen. Aber in Ihren Forderungen gehen Sie nicht einen einzigen Millimeter auf irgendeinen in Europa zu. Und darum ist Ihr grüner Forderungskatalog, der die gesamte europäische Umwelt ignoriert, ein Ausdruck des Problems genau, das Sie im ersten Teil beschrieben haben. Aber es ist keine Lösung. Nicht an einer Stelle, nicht eine Forderung der 38 ist geeignet, irgendein Problem, das Sie vorher eindrucksvoll beschrieben haben, zu lösen. Und darum ist es leider ein sehr enttäuschendes Papier, weil es abstrakt richtig ist, aber im Konkreten unfähig ist. Ich will es an zwei Beispielen sagen, wo die Notwendigkeit von Kompromiss vorhanden ist. Sie sprechen in dem Papier davon, dass europäische Verteidigungsfähigkeit auch voraussetzt, eine europäische Rüstungsindustrie zu entwickeln, dass wir also zusammenkommen müssen. Das schreiben Sie im analytischen Teil. Im Forderungsteil sagen Sie klipp und klar, Waffenlieferungen an Saudi-Arabien sind unbefristet und überhaupt und kategorisch zu stoppen. Das kann man als Position vertreten. Das finden Sie richtig. Der Punkt ist nur, dass das nichts mit der Politik von Frankreich und Großbritannien zu tun hat, sondern es ist das glatte Gegenteil, wie es in den beiden Ländern gesehen wird. Staatspräsident Macron erklärt, der Mord an dem saudischen Journalisten Khashoggi ist die eine Sache. Waffenlieferung an Saudi-Arabien ist eine ganz andere Sache, die damit nichts zu tun hat. Ich teile die Meinung nicht von Staatspräsident Macron, aber wir müssen uns mit den Realitäten auseinandersetzen. Wenn wir Einigkeit wollen, dann setzt es auch in Deutschland Kompromissfähigkeit voraus. Das müssen die Grünen auch mal verinnerlichen.
Sie schlagen vor, dass Deutschland sich einsetzen soll für ein atomwaffenfreies Europa. Das heißt, Sie wollen nach Frankreich und Großbritannien gehen und denen mitteilen, dass sie ihre Atomwaffen verschrotten und abschaffen sollen. Gleichzeitig gibt es ein Land in Europa, das ist sowohl europäisch wie asiatisch. Also gibt es in Russland weiter Atomwaffen, aber im Rest Europas nicht. Meine Damen und Herren, wenn dieses Papier gelesen, das ist Ihre Position, Sie haben sie aufgeschrieben, wenn dieses Papier irgendwo in Europa gelesen werden sollte, ich glaube, die Aussicht darauf ist relativ bescheiden, aber wenn es gelesen werden sollte oder wenn wir nur mal für einen Moment uns vorstellen, das wäre die deutsche Regierungspolitik, es würde ein Kopfschütteln und mehr als ein Kopfschütteln in ganz Europa ausdrücken, weil man sagen würde, Deutschland kümmert sich überhaupt nicht mehr um seine europäischen Nachbarn, das ist ein nationaler grüner Sonderweg und der ist nicht europafähig, meine Damen und Herren. Das haben Sie in diesem Papier zum Ausdruck gebracht, zu meinem großen Bedauern. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Roland Hartwig für die AfD-Fraktion.